Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt es Gambas al Ajillo. Die Gambas in Knoblauchöl essen wir sehr gerne als Tapas. Wenn es eine Hauptmahlzeit sein soll, mache ich gleich mehr. Dazu habe ich jetzt hier 3 Knollen Knoblauch. Die Zehen schneide ich in dünne Scheiben. Zusätzlich brauche ich noch 4 getrocknete Chilischoten. Jetzt reichlich Olivenöl in eine Pfanne geben und die getrockneten Chilischoten darin erst einmal anbraten. Das Olivenöl bekommt dadurch eine tolle Schärfe. Dann kommen die Knoblauchscheiben dazu, die müssen richtig schön schwimmen. Die Temperatur jetzt herunterschalten, die Knoblauchzehen dürfen nicht zu braun werden. Ich habe hier Tiefkühlware, 400 Gramm Gambas, die sind schon küchenfertig geschält und entdarmt. Die Gambas müssen sehr gut trocken getupft werden. Wenn der Knoblauch jetzt an den Rändern anfängt Farbe zu ziehen, gebe ich die Gambas ins heiße Öl. Die Gambas werden jetzt von jeder Seite für ca. 3 Minuten gebraten. Dann sind sie innen schön glasig. Die Mengenangaben in diesem Rezept haben bei uns für 2 Hauptgerichte gereicht. Als Tapas oder Vorspeise reichen sie auch für mehr Personen. Wenn dir meine Rezepte gefallen, würde ich mich freuen, wenn du mir ein Like da lässt und den Kanal abonnierst. Wenn die Gambas jetzt gar sind, würze ich sie noch einmal mit Salz und nach Geschmack gebe ich noch etwas Chili dazu. Jetzt nur noch aufgeben und mit einem frischen Weißbrot genießen. Guten Appetit!